Moin. Ja, dann fangen wir mal an. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Heiko, Senior IT Consultant, hauptsächlich in der AWS Cloud unterwegs. Und da packe ich tatsächlich auch Fahrzeuge rein. Und ja, ansonsten, man hat mich vielleicht heute schon gesehen, wenn ich mal Freizeit habe, neben der Arbeit, bin ich mit dem Longboard unterwegs. Alright, ich bin Sedi. Ich habe vorhin auch schon einen Talk gehalten über Alerting. Und jetzt habe ich die große Ehre, mit Heiko zusammen einen kleinen witzigen Talk zu halten über Kubernetes. Und da wir beide sehr viel Spaß mit Kubernetes haben und auch sehr negative Erfahrungen schon gemacht haben, haben wir uns gedacht, packen wir mal so ein paar Slides zusammen. Das Ganze wird präsentiert in drei Akten. Natürlich zuerst the good, dann the bad und dann erzählt Heiko ganz grausame Dinge. Gut, fangen wir an. The good. What the fuck ist eigentlich Kubernetes? Und warum ist es so geil? Warum reden da alle drüber und warum wollen es alle unbedingt benutzen? Also Kubernetes löst für uns so ein paar ganz nette Probleme, die wir so in der Cloud haben. Wir können nämlich unsere Container, wir machen ja mittlerweile alle so Docker-Container und keiner von uns kann mehr Anwendungen richtig verteilen über Paketmanager, deshalb machen wir Docker. Und irgendwo müssen die laufen. Das ist gar nicht so geil, wenn man das so von Hand machen muss. Deshalb haben wir gedacht, Kubernetes, voll gut. Haben wir irgendwie standardisierte APIs, können unsere Infrastruktur, unsere Hardware damit vollautomatisch managen. Richtig geil. Können das scalen. Und tatsächlich, wenn Applikationen sterben, kümmert sich Kubernetes sogar darum, dass sie von alleine wieder hochkommen, wenn sie nicht komplett broken sind. Ja, das ist nämlich voll gut, weil jetzt müssen wir auch keine gute Software mehr schreiben. Jetzt müssen wir einfach nur noch darauf achten, dass sie abstürzt. Und naja, allzu viel Gutes haben wir auch gar nicht mehr über Kubernetes zu erzählen. Ja, das war tatsächlich schon der gute Teil. Kommen wir zum Schlechten. Kommen wir zu Teil 2, The Bad. Ich fange mal ganz kurz an. Wenn wir von Kubernetes reden, dann reden wir ganz, ganz häufig von verteilten Systemen. Unser ganz Lieblings-Buzzword, wir verteilen Dinge. Tatsächlich funktioniert Kubernetes aber gar nicht so sehr verteilt, wie wir uns das manchmal wünschen. Meistens laufen die API-Server nämlich genau auf drei Nodes. Und dieselben drei Nodes werden benutzt für den etcd und den API-Server und für den Scheduler und für alles andere, was Management auf Traffic betrifft. Und nur die Anwendung selbst läuft distributed und somewhat defeats the purpose of a distributed system. Ja, dann Kubernetes ist natürlich auch ein schöner Complexity-Amplifier. Wirf Kubernetes drauf, dein Softwareprojekt wird direkt erstmal 10-mal so aufwendig. Und wie Swift on Security es so schön gesagt hatte, one time I tried to explain to Kubernetes to someone, then we both didn't understand it. Es ist wirklich ein relativ komplexes System mit vielen Points of Failure, die dann auch das Debugging teilweise schwerer machen. Aber es macht Operations ja so einfach. Genau, standardisierte APIs. Gut, ein weiteres Problem von Kubernetes. Wer bekommt bei der Slide Anxiety? Ja, dachte ich mir. Man merkt, wer mit Kubernetes schon viel gearbeitet hat. Es gibt 1 Million Choices, die man treffen muss. Es ist wirklich unschön. Und das große Problem ist, wenn man sich für jeweils eine dieser Tools oder Frameworks entschieden hat, es ist wirklich schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Also wenn man mal angefangen hat mit Linkerd, dann zu Istio wechseln. Did you ever try that? Anzünden und neu machen spart Zwischenschritte. Ja. Der häufigste Schritt bei Kubernetes ist einfach Cluster löschen, neu erstellen. Und ja, noch ein weiteres Problem von Kubernetes. Jeder hat seine eigene Geschmacksrichtung.
so ein Azure AKS ist halt nicht vergleichbar mit dem, was Amazon an Kubernetes deployt. Und Google hat natürlich als, ja, so mehr oder weniger Miterfinder von Kubernetes auch wieder seinen eigenen Flavor. Und dann gibt es noch lustige Leute wie Red Hat, die dann OpenShift auf Basis von Kubernetes bauen. Und es gibt natürlich noch ganz verrückte Leute, die Plain Kubernetes auf Bare Metal deployen. Alles nicht miteinander so wirklich kompatibel. Heiko, deine Lieblingsslide. Ja. Wer hat das nicht schon mal in einem Kubernetes-Cluster erlebt? Wir packen die Datenbank mit rein. Dann ist sie ja distributed und clusterized und wir haben keine Probleme mit der Datenbank. Am Arsch. Das bringt uns auch schon direkt zu unserem dritten Akt. Das kleine Problem. Datenbankserver in Kubernetes packen. Denkt man sich natürlich, eigentlich super Idee, wenn der eine Server, wie hier im Bild, in Flammen aufgeht, wird einfach die Workload auf den nächsten Server geschoben. Ist halt nur blöd, wenn im Zweifelsfalle auch die Volumes und so weiter auf dem Server lagen, der gerade brennt. Hat man halt im Zweifelsfalle keine Daten mehr. Oder sie liegen im PVC, im Ceph-Cluster. Auch richtig schön. Macht auch das Debugging richtig schön einfach. Ja, und die Latency so viel besser. Auch ein Horror für jeden, der schon mal mit Kubernetes gearbeitet hat. Es gibt tatsächlich Leute, die wollen unbedingt ihre Scheiß-Cluster mit einem UI managen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, aber anscheinend genug Leute, dass es Rancher und OpenShift gibt. Und jeder, der schon mal versucht hat, einen Kubernetes-Cluster zu debuggen, was mit einem dieser Tools eingerichtet wurde, mein Beileid. Auch sehr beliebt im UI konfigurieren, aber wo sind die Config-Files? Keiner kehrt. Was ist mit unserem schönen Infrastructure as Code? Doesn't exist anymore. Im UI konfiguriert, in der CLI debuggt. Yay. Wer sowas schon mal machen durfte, weiß, was das für ein Spaß ist. Und ja, die nächste Stufe, noch schlimmer, wo wir auch eben den vollständigen Cloud-Upload von Rechenzentren hatten. Manuelle Deployments per Hand ohne CI/CD sind halt auch sowas, was man wirklich nicht tun sollte. Ich habe es tatsächlich bei einem Kunden erlebt, wo dann freitags nachmittags das neue Deployment in Produktion war. Die Helm-Charts und die ganzen Templates lagen beim Lead-Developer auf dem Laptop, nicht mal in einem Git. Und es wurde so lange kubectl apply -f -force gemacht, bis die Applikation am Ende wieder lief. Er saß, glaube ich, sonntagsabends noch dran. Okay, das größte Problem, was wir mit solchen Horror-Stories haben, ist, dass dieser Talk aufgenommen wird und gestreamt wird. Und wir nicht so viel erzählen können, wie wir gerne wollten. Deshalb war es das jetzt schon. Wir sind sehr gut in der Zeit, aber wir können noch ein bisschen Q&A machen. Und ansonsten, vielleicht gibt es auch noch Horror-Stories in den SysAdmin-Nightmares.